Womöglich sehen Sie Ihren Sperrmüll auf dem Dachboden oder im Schuppen gleich mit ganz anderen Augen. Nachhaltigkeit ist ja quasi das Gebot der Stunde. Und in Kiel-Elmschenhagen, da wohnt ein Mann, der mal so richtig weiß, wie es geht. Er ist Künstler und Berufsmusiker und er baut Gitarren aus Dingen, die andere Leute am Wochenende zur Mülldeponie karren. Die Zigarrenkiste hat er im Keller gefunden. Der Besenstiel ist aus dem Baumarkt. Eine Schlauchschelle, eine Schraube mit Mutter, ein Tonabnehmer und Blindnieten. Jetzt kommt die Hochzeit. Hals kommt in die Kiste rein. Viel auch nach Augenmaß. Also ich muss jetzt gucken, dass es im rechten Winkel ist. Ich könnte es auch messen, aber so ist es viel interessanter. Fertig ist die Gitarre. Seit 10 Jahren baut der Berufsmusiker aus Kiel seine Gitarren selbst, aus allem, was er so findet. Mich erwählt. Also ich war früher Rockmusiker, ganz früher so Hardrock. Ich bin in der Zeit von Deep Purple, Black Sabbath und so weiter aufgewachsen. Und bin dann irgendwann mal zu den leichteren Tönen gekommen, habe B.B. King gehört, Muddy Waters, ja, die ganzen Größen, was es da gibt. Und dann kam eben noch vor 10 Jahren knapp diese Gitarren dazu. Wegen Arthrose konnte ich normale Gitarre einfach nicht mehr richtig greifen. Und durch die Gitarren hat sich dann eigentlich von allein ergeben, dass ich ganz in den Blues bin. Aus fast allem kann man eine Gitarre bauen, sagt der geborene Heilbronner. 6 Saiten sind ihm 3 zu viel. Mick Jaggers Gitarren haben 1, 2, maximal 3 Saiten und alle erzählen eine Geschichte. Erst war ich hier im Kiel im Urlaub und habe die Kekse gekauft und habe die Kekse auch gegessen daheim. Da habe ich gedacht, nein, ich mache da eine Gitarre draus als Erinnerung an den schönen Urlaub in Kiel. Die wichtigste Gitarre für mich überhaupt ist das Paddel. Für mich ist die Gitarre Ankommen im Norden. Die mag ich auch recht gerne. Weil das ist die einzigste, die wirklich einen Klangkörper hat. Die also auch ohne Verstärkung, also hat auch einen Tonabnehmer, aber die kann auch ohne Verstärkung problemlos gespielt werden. Down Louisiana, goes to New Orleans. A bag up in the woods among the evergreens. I stole a long cabin made of earthen wood. A little country boy's name is Johnny B. Goode. Dieses rudimentäre, dieses primal, primitive Instrument, was die Herausforderung ist, dass man wirklich jetzt aus sowas oder aus sowas Melodien rausholt, Rhythmus rausholt, das ist für mich die Essenz dieser Instrumente. Definitiv. Also je einfacher, desto besser. Und wer die Gitarren aus Müll mal sehen und hören möchte, am 4. März um 20 Uhr gibt Mick Jagger ein Konzert in der Erbse in Kiel. Also, oh, Wahnsinn. Gabi war skeptisch, das kann ich Ihnen sagen, bis er angefangen hat zu spielen. Dann sagte sie nur, was? Ja, also, die erste Gitarre, die fand ich wirklich überraschend. Ja. So, also Kinnlade wieder hoch und jetzt auf die Straße.